auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand, Oberliga Baden-Württemberg, Karlsruhe SC, FC Nettingen 2:3. Dubi, zum Spiel brauche ich nicht viel sagen. Wer dazu mehr wissen will, kann sich die PK anschauen. Ja, für dich ist es ein wichtiges Thema, denke ich mal. Seit 2 Wochen ist bekannt gegeben worden, dass dein Vertrag ausläuft und nicht verlängert wird. Ja, wie geht's dir damit? Gut, wie soll es zu einem gehen? Ich meine, das ist die Entscheidung vom Verein und die muss man akzeptieren und respektieren und genau das mache ich auch. Ja, was die Leistung der Mannschaft über die gesamte Saison betrachtet angeht, am Anfang war man ja ziemlich erfolgreich gestartet, wobei ich mich erinnern kann, dass du auch von vielen glücklichen Siegen gesprochen hast. Danach hat sich der Kurs quasi korrigiert. Wie bewertest du jetzt, ja, wo man angekommen ist am Ende der Saison? Und ob das den Erwartungen entsprochen hat? Ja, wir haben ja ein Ziel ausgesprochen, dass wir im oberen Drittel landen wollen, zwischen den ersten 5. Ich weiß nicht, ich muss mal auf die Tabelle schauen. Ich glaube, wir sind im Moment 5. oder 6. Und die Runde ist ja noch nicht vorbei. Und wenn man sieht, wir hatten natürlich am Anfang einen Riesenlauf, ja, muss man sagen, haben dann aber auch genauso stark nachgelassen. Das war eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt, das Pokalspiel gegen den KSC. Weil danach hat man ja irgendwie nicht mehr so, ja, die Highlights irgendwo gehabt. Und es kamen natürlich dann auch Sperren dazu, Verletzungen. Wir hatten dann ein ganz großes Personalproblem, was wir ja bis jetzt immer noch haben. Und ja, da kommt einfach alles dazu. Und, aber ich kann trotzdem meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie gibt Woche für Woche alles. Und von daher werden wir mal sehen, wo wir dann zum Schluss landen. Punktemäßig könnte man meinen, dass es nicht mehr um viel geht. Aber ihr als Mannschaft, habt ihr noch viel vor? Ja, ich habe zu meiner Mannschaft gesagt, wir spielen sozusagen, wie es so schön heißt, um die goldene Ananas, aber das will ich nicht gelten lassen. Ich will trotzdem, dass wir so viele Punkte sammeln, wie es geht. Wir haben jetzt 49 und wir haben noch ein paar Spiele und wir wollen ganz einfach jedes Spiel erfolgreich bestreiten. Wir wollen in jedem Spiel eigentlich 3 Punkte holen. Das ist eigentlich unser Ziel, das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Und irgendwo ist das im FC Nettingen auch schuldig und von daher, wie sie das im Moment macht, ist wunderbar und hatten natürlich 2 Spiele dabei, wo wir jetzt dann unnötig verloren haben gegen Villingen, gegen Sandhausen vor allem. Das ist nicht, da waren wir ganz einfach in der zweiten Halbzeit nicht gut genug und aber trotzdem, wie wir das im Moment mit der Personalsituation auch hinmachen, wie sich die Jungs dann trotzdem verreißen, ja, sie spielen ja Woche für Woche eigentlich durch, ja, wir haben heute Mario Bilger mal eine Pause gegeben, weil der auch auf dem Zahnfleisch geht, aber das ist die einzige Möglichkeit, die wir gehabt haben. Wir haben keine Möglichkeit, da 5-6 Mann zu wechseln, das geht leider Gottes nicht. Du hast dann, wenn die 2 Jahre dann rum sind, oder die 2 Saisons, den FC Nettingen so lange trainiert. Ja, was denkst du, wie sich die Mannschaft in der Zeit entwickelt hat und was du in dieser Zeit persönlich als Trainer für eine Entwicklung gemacht hast? Ja, gut, in der Regionalliga war es natürlich so, dass es natürlich schwierig war, da mit den großen Mannschaften da mitzuhalten. Hat mir aber trotzdem ein bisschen geärgert, dass wir dann abgestiegen sind, obwohl wir eigentlich eine gute Rückrunde gespielt haben. Aber man sieht ja, der Etat ist dann halt ein bisschen anders von Nettingen wie von Saarbrücken oder von Mannheim. Ich habe dadurch aber trotzdem viel gelernt in der Regionalliga und ich glaube, dass die Mannschaft, wir haben ja jetzt im letzten Jahr einen kleinen Umbruch gehabt, sind viele Spieler weggegangen, wir haben viele neue geholt. Das braucht natürlich immer seine Zeit, bis sich das einspielt.
glaube, haben auch die Mannschaft verjüngt. Ja, wenn ich heute sehe, wir hatten heute ein Durchschnittsalter von 23 Jahren. Ich glaube, das hatten wir schon lange nicht mehr beim FC Nöttingen. Da muss man mal in die Annalen gehen, glaube ich. Und darauf bin ich schon irgendwo stolz, dass man junge Spieler auch mal die Chance gibt, sich zu beweisen. Natürlich war es durch die Personalsituation geschuldet. Ich meine, das ist aber nun mal so, das ist bei jedem Verein so. Aber dafür bin ich schon stolz, dass die Jungen da so weit vorankommen und sich ja in dem Schwimmbecken Oberliga natürlich dann auch befreien müssen, ne? Und müssen aber auch noch viel lernen, ist auch klar. Aber da, wie gesagt, darauf bin ich schon ein bisschen stolz, dass wir ein bisschen da auch verjüngt haben und junge Spieler zum FC Nöttingen dann geholt haben und auch denen die Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Wirst du den Weg der Mannschaft weiterverfolgen und bleibst du dem FC Nöttingen verbunden? Ich meine, ich habe ja 8 Jahre habe ich jetzt da verbracht mit Spielen oder 7 Jahre. Es war eine super Zeit, muss man auch sagen. Es ist eine tolle Zeit, auch als Spieler. Und natürlich ist es irgendwann mal vorbei. Und jetzt geht mein Weg dann halt irgendwo anders hin. Man wird sehen, was da kommt. Und aber ich habe da keine Angst oder ich bin da nicht im Wehmut. Ganz im Gegenteil, wie gesagt. Es ist ein ganz toller Verein mit ganz tollen Menschen drumherum und wünsche dem FC Nöttingen danach natürlich alles Gute. Und ich bin ja auch immer in der Nähe, warum sollte ich da nicht mal ein Spiel anschauen? Man geht ja nicht im Groll, aber ja, deswegen wird man sehen, wo mein Weg dann hingeht. Was weiß man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon, wo dich dein weiterer Weg hinführt? Gibt es da noch schon was? Das wird man dann sehen. Mal gucken. Im Moment gibt's, bin ich auch ehrlich, im Moment gibt's nichts und von daher wird man mal abwarten, was die nächsten Wochen so und Monate mal mit sich bringen. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt die Frage dir stelle, aber vom FC Nöttingen ist sonst keiner da. Weiß man, wann bekannt gegeben wird, wann der Nachfolger feststeht? Und bin ich der absolut falsche Ansprechpartner. Okay, Dubi, ich danke dir vielmals für dieses ausführliche Interview. Wünsche auf jeden Fall viel Erfolg und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Dankeschön. Viel Spaß auch, FUPA, werde ich auch weiter verfolgen. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.